Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal. In der letzten Episode haben wir dem guten Tensai, hieß er glaube ich, oder? Tensai? Auf jeden Fall der Verrückte hier, der verrückte Medizinmann. Wir haben ihm eine Stufe Rang 2 Hütte gebaut. Er ist jetzt hier der Pimp des Dorfes. Wie wir sehen können, hat er hier ordentlich, macht hier ordentlich einen auf dicke Hose. Und in dieser Episode möchte ich mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, hier die letzte, es ist glaube ich die letzte, der Mammut-DLC-Quests zu machen. Exklusiv für Vorbesteller. Das müsste eigentlich jetzt das mit dem Mammut. Und dann schauen wir mal, wie viel Zeit uns bleibt. Okay, wir sind mit unserer Herde unterwegs, die wir letztes Mal befreit haben, beziehungsweise das alte Mammut, unseren Anführer wahrscheinlich, haben wir dort aus den Fängen der Fleischfresser. Führe die Mammuts in Sicherheit. Na, dann lass mich durch. Nicht, dass ihr nachher noch angegriffen werdet. Von vorne! Schütze die Herde! Ah, kommt her! Bin ich da der Einzige, der sich hier wehren kann? Das einzige Kampfmammut. Solche Missionen mag ich eigentlich gar nicht so gerne. Wo man auf die CPU angewiesen ist. Wenn man irgendjemanden beschützen muss. Ein Computergegner, ein Computermitspieler. Gestaltet sich immer als stressig oder oft. Wir schlagen uns hier aber, glaube ich, im Moment gar nicht so schlecht. Auch wenn einer schon ordentlich Schaden genommen hat. Unsere Mammut-Kameraden helfen hier aber auch ordentlich mit. Stehen aber auch ordentlich im Weg, das muss man auch dazu sagen. So, regenerieren die wenigstens ein bisschen. Oder bleibt die HP von denen einfach einmal unten, wenn sie immer... ich verlasse die Herde. Sorry. Dabei laufe ich doch schon so langsam. Ich will hier nicht lang gehen. Das ist doch 100% wieder eine Falle. Wenn ich da reingehe, bricht man doch ein. Das ist doch. War doch klar. Wo sind denn die anderen? Oben auf der Brücke? Weg mit dir! Du darfst auch darunter! So, haben wir alle erledigt? Hier laufen sie. Feiglinge. Können wir weiter, liebe Herde? Seid ihr soweit? Dann möchtet ihr noch speisen an den Leichen unserer Feinde. Ich sehe dich da hinter dem Baum. Wieso seid ihr so wild auf uns? Wieso jagt ihr uns? Wollt ihr unser Fell? Oder unser Fleisch? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir lecker sind. Lass mich durch. Das sieht auch schon wieder so aus wie ein Hinterhalt. Nicht hier durch. Ja, ich habe euch durchschaut. Da ist eine Falle, die sehe ich doch. Ha, ist in deine eigene Falle gefallen. Ja,
anderen eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät. Oh, scheiße, einer unserer Freunde ist fast tot. Das ist Tante Emilia. Tante Emilia, halt durch. Wieso läufst du denn auch hier oben zurück? So ganz alleine. Ah, da kommen wir auch immer wieder, habe ich das Gefühl. Tante Emilia! Komm! Folgt mir! Oh, hier sieht es schon wieder so aus wie ein Hinterhalt hier. Oh Gott, Tante Emilia ist fast tot. Das hier wird auf jeden Fall wieder der nächste Hinterhalt. Mit diesen Holzstämmen, die hier im Boden stecken und uns in die Fallen locken wollen. Ja, ihr steht auf einer Falle, das sehe ich doch. Und hier oben seid ihr doch bestimmt auch Speerwerfer, wusste ich doch. Ich weiß nicht, wie ich alle beschützen soll. Wenn die sich wenigstens zurückhalten würden. Ah, Tante Emilia ist tot. Mindestens ein Mammut muss überleben. Oh Gott, es ist noch einer gestorben. Es war Onkel Thomas. Wieso ist Onkel Thomas denn so schnell gestorben? Sollte ich mich vielleicht hier gar nicht so lange aufhalten? Alter, wie viele sind denn hier in den Hütten? Alter, das ist ja wie bei den Clowns in einem kleinen Abi oder so. Da sind ja 100 Leute drin in der Hütte. Oh Gott, Onkel Thomas und Tante Emilia. Seht ihr, wenn ich zu weit vorgehe, kommt die Meldung, ich lasse die Herde zurück. Die Idioten, statt dass die einfach weiterlaufen. Ja, sie waren doch noch so jung. Sie mussten so früh von uns gehen. Wir werden schon wieder angegriffen. Super. Ich sehe echt viel. Ich kann mich voll gut wehren. Aber haben wir es geschafft? Sieht so aus, als hätten wir es geschafft, oder? Oder wir sind gestorben. Eins von beiden. Okay, wir sind gefangen genommen worden. Ich vermute mal, das gehört aber an der Stelle dazu. Frage, befreie ich direkt alle oder räume ich erstmal ein bisschen auf? Ich vermute aber fast, dass die Gegner eh immer wieder kommen. Ach, ihr könnt das nicht selber machen, ne? Euch hier frei machen. Alles muss man alleine machen. Ah doch, einer hat sich befreit. Hier ist noch Tante Jacqueline. Die muss auch noch befreit werden. Der hier. Drecksschweine. Was nehmt ihr uns denn gefangen? Wenn ihr wenigstens eine schöne Handtasche aus uns gemacht hättet. Kommt her. So, ich hoffe mal, wir müssen das hier auch einreißen. Wenn meine Familie nicht ständig im Weg stehen würde, das würde die Sache deutlich vereinfachen.
mit euch. Und jetzt entkommt. Lauft, liebe Familie, lauft. Nein, nicht da in den... Ja, da warten schon unsere Brüder und Schwestern auf uns. Ihr hättet uns ruhig mal helfen können. Gott, Tante Emilia und Onkel Thomas haben es nicht geschafft. Aber die anderen Mammuts haben überlebt. So, ich bin sehr gespannt, ob die Quest jetzt noch weitergeht. Denn wenn ich richtig informiert bin, besteht dieser Mammut-DLC aus 3 Missionen. Das war gerade die 3. Mission. Ja, also zumindest geht es nicht sofort weiter. Ihr könnt ja für euch selber entscheiden. Ihr habt jetzt alle 3 Missionen gesehen. Ob es das wert ist, für sowas das Spiel vorzubestellen. Meine Meinung dazu ist, dass sich das nicht lohnt. Ich finde, ja, diese ganze Vorbestelleraktion ist meistens eine Form der Abzocke. Weil man ja meistens für die Vorbestellung deutlich mehr bezahlt als am Tag des Releases ist es meistens schon 5 bis 10 Euro günstiger als bei einer Vorbestellung. Und wenn man noch eine Woche wartet, bekommt man die Spiele teilweise für die Hälfte. Also es ist echt krass, ihr müsst mal die Augen offen halten, wirklich, wenn ihr viele Spiele kauft und ihr die nicht unbedingt am ersten Tag spielen müsst, wartet einfach 1-2 Wochen und haltet die Augen offen, gerade im Internet, nach Aktionen und sowas. Es gibt da echt Angebote, eine Woche nur nach Release. Wo es die Spiele wirklich schon für die Hälfte gibt. Oh, eine Schlange. Oh, jetzt wanke ich aber ordentlich. Durch das Gift. Stirb, du Mistvieh. Ich kann sie noch nicht mal häuten. Dabei hätte ich mir so schöne Stiefel gerne aus dir gemacht. So, wieder einen neuen Dorfbewohner. Für uns begeistern können für unser Dorf. Weil wir so nette Einwohner haben, wie den bekloppten Mann, der gerne Leute anpisst. Mit nur einem Arm. Okay, ich wollte hier diese Nebenmission machen. Machen wir uns mal auf den Weg dahin. Oh, guck mal, hier ist wieder so ein Hirsch. Treffer. Müsste ja eigentlich eine Blutspur hinter sich herziehen. Ja, ich habe ihn erledigt. Welcher war es denn? Wo ist er denn? Ah, hier. Gucken, was er uns gibt. Hirschhaut. Okay. Brauchen wir Hirschhaut für irgendwas? Ich mal gerade hier durchgucken. Jaguarfell, Höhlenlöwen, Weißwolf. Affen. Ich frage mich immer noch, wo ich das Affenfell her habe. Für manche Sachen braucht man auch nur Tierhaut allgemein. Also Hirschhaut brauchen wir jetzt im Moment nicht. Großelchhaut brauchen wir. Okay, das habe ich verwechselt. Mal da hinten schauen, was da los ist.
So, was wollt ihr von uns? Einige Udam wollen frisches Venja-Fleisch verspeisen. Befreie die Gefangenen, bleibe unentdeckt oder sie werden getötet. Befreie Venja schließlich... befreite Venja schließen sich deinem Dorf an. Okay, ich soll unentdeckt bleiben. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird nix. Ich bin bis jetzt noch nie unentdeckt geblieben. Das sind 4. Oh Gott, das kann ja was werden. Also in Far Cry 4, da waren die Missionen gar nicht so schwer. Da habe ich das immer schön mit dem Snipergewehr gemacht. Aber wir haben ja noch unseren Sniperbogen noch gar nicht. Ich vermute mal, wir müssen hier in so eine Höhle rein, oder? Oh, da steht schon der Erste. Oh ja, seht ihr, da bin ich schon fast entdeckt. Die sind jetzt schon in Aufruhr. Okay. Gefangene Venja werden angegriffen. Bam, Junge! Greif lieber uns an. Ah, okay. Es hat geklappt. Aber auch nur mit Glück, weil es auch wirklich nur 4 Leute waren. Ah, ich brauche auf jeden Fall den Sniperbogen. Der dann irgendwie auch mehr Schaden macht. Hoffe ich zumindest. Oder das Bogen-Upgrade wäre auch nicht schlecht. Weil das ist schon echt anstrengend, wenn man immer Headshots machen muss, damit die Gegner direkt tot sind. Zumindest wenn die sich schnell bewegen. So, hier in der Höhle war aber noch was. So ein blauer Stein, so eine Hand. Die wollen wir uns natürlich noch holen. Wir müssen hoch. Da hoch wahrscheinlich. Okay, hier ist Schiefer. Also auf der richtigen Höhe sind wir. Wir müssen aber auf die andere Seite der Wand. Oh, 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 okay. Ich dachte, das würde wehtun. Mach's Licht an, Junge. Denn hier? Okay, wir sind irgendwie die ganze Zeit auf der richtigen Höhe. Mit dieser Hand. Ton. Nehmen wir auch mit. Gar nicht so einfach. Oder ist es vielleicht gar nicht in der Höhle versteckt? Was ist denn hier? Oh. Oh, was ist das denn? Okay. War es das schon? Okay, ich dachte, ich könnte da was Cooles mitnehmen. Eine neue Waffe oder so. Was ist denn das? Oh.
Ah, ich brenne. Ich bin ein bisschen überfragt. Bin ich wieder mal zu blöd, um den richtigen Weg zu finden? Wahrscheinlich. Südsteinstaub. Nehmen wir doch gerne. Direkt ist der Felsen eine Tonne leichter. Vielleicht kann ich ja hier durch, wenn ich das anzünde. Alles Geheimgänge. Die uns aber nirgendwo hinführen. Zumindest zu keinen tollen Schätzen. Die Bestie kann mir nicht folgen. Also wenn ich da durchkomme, musst du doch da auch durchkommen. Na, liebe Leute. Ich bin zu blöd, es zu finden hier, die Bonusgegenstände. Soll das aber jetzt nicht weiter stören, denn ich mache hier einen kleinen Cut. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Hier zu Far Cry Primal. Bis dahin, ciao, ciao, euer Silent.